Guten Morgen. Der DAX startet mehr oder weniger unverändert. Und das ist ja fast schon ein Zeichen von Stärke. Hatte doch US-Präsident Donald Trump gestern die Anleger verschreckt mit seiner Ankündigung, einen Raketenangriff zu starten auf Syrien. Jetzt ist er von seinem Präsidialamt so ein bisschen eingefangen worden. Und die hatten gesagt, naja, es gibt ja gar keinen Zeitplan und wir haben ja noch Alternativen. Ja, was sind heute die wichtigen Termine? Wir haben zum einen die Vorgabenseite, die schauen wir uns an. Dow Jones und Nikkei relativ schwach aus dem Handel gegangen mit leicht roten Vorzeichen. Wichtig heute der amerikanische Arbeitsmarkt, den schauen wir uns an. Und die Preisentwicklung in den USA, die Einfuhrpreise. Dann hatten wir gestern Abend noch das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank, die sogenannten Fed Minutes. So, relativ robust sieht man hier die Wirtschaft, obwohl es ja diesen Handelskonflikt gibt zwischen USA und China. Aber die Fed hält wohl fest an dem Kurs der moderaten Zinsanhebung. Soweit der Überblick. Jetzt rein in die Top-Themen des Tages. Und damit kommen wir zunächst einmal zu Volkswagen. Dort tritt heute bereits der Aufsichtsrat zusammen. Das heißt, das Thema Konzernumbau, Personalumbau, das nimmt jetzt richtig ordentlich Fahrt auf. Kernthema ist sicherlich, dass Markenchef Diess Nachfolger wird oder werden soll von Matthias Müller. Eine gute Entscheidung, das sage nicht ich, das sagt der Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer. Und der Spiegel will noch erfahren haben, dass es weitere Veränderungen geben wird, was den Konzern angeht. Es gibt ja viele, viele Marken unter dem Dach von Volkswagen, die sollen zusammengefasst werden in vier einzelne Bereiche. Zahlen gab es aus der zweiten Börsenreihe und zwar von Wirecard, dem Zahlungsabwickler, sind richtig gut ausgefallen. Man traut sich jetzt auch mehr zu. Der Gewinn soll steigen, der operative Gewinn zwischen 520 und 545 Millionen. Bislang hatte man gesagt 510 bis 535. Auch die Anleger bekommen mehr von diesem Kuchen ab. Die Dividende wird angehoben und zwar von 16 Cent auf 18 Cent. Da läuft es also gut. Weniger gut läuft es beim Anlagenbauer GEA. Der relativ starke Euro setzt ja zu Probleme in Amerika. Ja, und der Vorstandschef spricht von einem herausfordernden Umfeld. Das ist so ein bisschen beschönigend. Ein Händler hat es ganz anders formuliert. Er hat gesagt, die Ertragslage bei GEA ist ein Desaster. So sehen es auch die Anleger, die Aktie von GEA heute im Sinkflug. Schauen wir uns noch die Zahlen des Tages an. DAX startet leicht im Minus. Dow Jones, ich hatte es angesprochen, ebenfalls mit roten Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Der Euro leicht im Plus. Und beim Goldpreis kommen wir von dem zwischenzeitlichen Höhenflug wieder ein bisschen zurück. Ich bin heute noch verabredet mit Roland Hirschmüller. Er ist der Chefaktienhändler der Baader Bank hier in Stuttgart. Er ist unser USA-Experte. Und da werde ich mit ihm darüber sprechen, wie oder so gefährlich sind die Twitter-Tiraden des US-Präsidenten.